Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Build Guide zum Support/Tank-Chrono. Heute in der Variante des Chaos-Chrono. Wir haben letztens erst ein Video gesehen, wo ich die verschiedenen Chrono-Builds durchgesprochen habe. Es war ein ziemlich langes Video, aber ich habe ja gesagt, zum Chrono kann man theoretisch eine komplett eigene Build-Guide-Reihe machen, beziehungsweise eine Doktorarbeit schreiben. Und da es einfach viel zu aufwendig wäre, wirklich alles, jedes kleinste Detail und vor allem alles irgendwie in ein Video zu packen, habe ich, wie gesagt, zuerst dieses eine Video gemacht, wo wir uns einfach mal jedes Bild angucken, so grob, welche es überhaupt gibt, was die Vor- und Nachteile sind, was die Aufgaben eines Chronos sind. Und jetzt werden wir uns, wie gesagt, mit einem bestimmten Bild, das, was momentan am meisten gespielt wird, nämlich das Chaos-Chrono-Bild, beschäftigen. Und wie gesagt, ich werde euch aber trotzdem, nachdem ihr ja wisst, was die einzelnen Builds können und falls ihr auch mal eins der anderen Builds dann spielen wollt, je nach Situation, werde ich euch trotzdem genug Infos in die Videobeschreibung packen, dass ihr da relativ schnell und einfach da an die benötigten Informationen kommt. Wir fangen aber, wie gesagt, mit dem Chaos-Chrono an. Er ist, wie gesagt, ein Support-Klasse, auch das nochmal schnell. Wozu wird der Chrono überhaupt gespielt? Er ist ein Supporter, er will eine 100%ige Uptime von Schnelligkeit und Tatendrang. Das sind zwei der absolut wichtigsten Segen im Spiel. Will er eine 100%ige Uptime auf sein Team hinkriegen, auf seinen Subsquad. Das ist so stark, dass man sogar zwei Chronos in einem Raid mitnimmt, um wirklich auf alle 10 diese Segen hinzukriegen. Er kann außerdem tanken. In den meisten Fällen wird der Chrono der sein, der tankt, wenn ein Tank benötigt wird. Und er kann außerdem dafür sorgen, dass das Team bestimmte Boss-Attacken einfach abblocken kann, indem er im richtigen Moment und immer, wenn es nötig ist, Aegis an das Team verteilt. Er ist also ein reiner Supporter bzw. ein Supporter-Tank. Der Chaos-Chrono auch noch im Speziellen ist besonders deswegen gut, weil er sehr viele Segen verteilt. Das heißt, er verteilt nicht nur die beiden wichtigen Segen, die man sowieso haben will, was alle Chrono-Builds machen, sondern er verteilt auch noch ganz viele andere Segen, sogar auch seltene Segen, wie zum Beispiel Stabilität, Protection, Elan und aber vor allem auch Widerstand. Und kriegt somit von allen Chrono-Builds, die es gibt, die höchste Uptime generell einfach so von Segen. In Hauptsache ganz viele Segen. Und das ist besonders gut, da die meisten DPS-Klassen heutzutage Traits haben, die sie mehr Schaden verursachen lassen, je mehr Segen sie haben. Das heißt, ein Weaver beispielsweise hat einen Trait, da macht er 2% mehr Schaden für jeden Segen, den er hat. Das heißt, ob jetzt dieser Weaver nur 8 Segen hat und somit 16% mehr Schaden oder ob er 11 Segen hat und somit 22% mehr Schaden, ist natürlich ein ganz schöner Unterschied. Das heißt, der Chaos-Chrono bufft noch weiterhin, noch über das, was er sowieso schon bufft, bufft er noch weiterhin den DPS seiner DPSler im Team. Das ist also die Aufgabe. Und genau das gucken wir uns heute an. Und wir fangen wie immer an mit dem Gear. Wobei wir uns mit dem Gear natürlich auch ein kleines bisschen auch mit den Trades auseinandersetzen müssen. Aber das werden wir gleich sehen. Wie auch schon in einem anderen Video gesagt, ein Chrono schafft diese 100% Uptime von Schnelligkeit und, hier wollte ich schon Schnelligkeit und Quickness sagen, das ist natürlich das gleiche, Schnelligkeit und Tatendrang, nur wenn er auch eine 100%ige Segensdauer hat. Also so wie die Power-DPSler 100% Crit-Chance haben wollen, so wie die Condi-DPSler 100% Zustandsdauer haben wollen, will der Support-Chrono 100% Segensdauer. Das heißt, er muss sein Gear entsprechend darauf anpassen. Bin schneller als ein Centaur. Außerdem haben wir jetzt hier speziell beim Chaos-Chrono noch einen Trade, der macht, dass wir selbst 2% höhere Segensdauer kriegen pro Segen, der auf uns selber wirkt. Jetzt haben wir natürlich gelernt, als Chaos-Chrono kriegt man eine sehr hohe Segens-Uptime hin von ganz vielen verschiedenen Segen. Und darum ist dieses Bild, was ich euch heute zeigen werde, darauf ausgerichtet, dass man 10 Segen aufrechterhält. Das heißt, dass man durch diesen Trade hier 20% Segensdauer bekommt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal 20% Segensdauer, mit denen wir rechnen können. Jetzt müssen wir sozusagen unser restliches Gear und auch Food nur noch darauf auslegen, 80% Segensdauer hinzukriegen. Da gibt es außerdem noch ein Siegel auf den Waffen, nämlich Siegel der Konzentration. Das gibt so extrem viele Stats, dass man eigentlich nicht darauf verzichten kann. Es ist zwar theoretisch möglich, sein Gear so anzupassen, dass man auch auf 100% Segensdauer kommt, ohne das Siegel der Konzentration. Weil damit zu spielen ist nicht ganz so einfach. Da man kriegt hier eine 33% höhere Segensdauer für 7 Sekunden nach einem Waffenwechsel.
Wir nehmen das auf das Haupthandschwert, sodass wir auf jeden Fall, egal wann wir Waffen wechseln, egal ob wir jetzt auf den Schild als Nebenhand oder auf den Schwert oder Fokus als Nebenhand, dass wir immer das Haupthandschwert haben, dass wir bei jedem Waffenwechsel immer wieder diesen Buff kriegen. Aber trotzdem, man muss also darauf letztendlich aufpassen, dass man seine großen Shares, das heißt immer bevor man sein Siegel der Inspiration drückt und somit seine Segen verteilt, immer das in diesen 7 Sekunden nach einem Waffenwechsel macht. Weil nur dann hat man diese 33% höhere Segensdauer. Und die Builds sind auch so ausgelegt, dass man auf die 100% Segensdauer nur kommt, wenn man dieses Siegel triggert. Das ist natürlich ein bisschen nervig, das macht die Rotation um einige schwieriger, allerdings gibt es so gut wie kein anderes Siegel und kein anderes Rune oder Equipment, was rein als Werte, als Attribute so viel gibt, wie dieses Konzentrationssiegel. Wenn man mal rechnet, es gibt ja dieses Attribut Konzentration, das erhöht die Segensdauer. Und zwar immer 15 Konzentrationen sind 1% Segensdauer. Das heißt, man müsste 15 Konzentrationen haben für 1% Segensdauer. Jetzt gibt dieses Siegel allein 33% Segensdauer. Jetzt kann das ja mal einer ausrechnen, 33 mal 15. Und dann habt ihr sozusagen die Attribute, so viel Konzentration gibt allein nur dieses Sigil, wenn wir das auf unsere Waffe packen, 33 mal 15, ich weiß das gerade selber überhaupt nicht, wie viel das ist, aber allein schon, es sind auf jeden Fall schon mal, obwohl, das kann man das eigentlich einigermaßen gut ausrechnen, 30, rechnen wir einfach mal mit 30 anstatt 33, mal 10 wäre 300, nochmal die Hälfte wären 150, also über 100, 450 Konzentrationen gibt es. Über 450, es gibt kein einziges Equipment-Teil oder Siegel oder Rune oder sowas, die 405, was 450 Attributpunkte gibt. Und das macht dieses Siegel aber. Und darum ist es einfach viel zu stark und zu krass, um das nicht einfach zu benutzen. Man müsste sozusagen 450 Konzentrationen über sein komplettes Equipment irgendwie wieder rausholen. Und ihr seht, ein Kopfteil gibt gerade mal 30 Konzentrationen. Und wir müssten 450 ausgleichen, einfach nur für die Siegel. Von daher, das ist so stark, damit das wollen wir auf jeden Fall haben. Das heißt, wir kriegen 33% auch schon mal durch dieses Siegel. Haben wir also schon mal 53 insgesamt zusammen mit unserem Trade. Und alles andere ist jetzt im Prinzip Buff-Food und Equipment. Und das sieht letztendlich so aus. Wir nehmen alles Berserker, denn nachdem wir letztendlich unsere 100% Segensdauer erreicht haben, wollen wir dann natürlich auch maximalen DPS machen. Das heißt, wir nehmen nur so viel Segensdauer mit, wie wirklich nötig ist, und alles andere stecken wir in Offensive. Das heißt, wir nehmen im Prinzip schon mal so gut wie alles Berserker, außer, und jetzt kommt's, der Helm, der ist kommandierend, denn der hat nämlich Konzentration drauf, wie ihr seht, und auch ein bisschen Zähigkeit, denn wir wollen natürlich auch ein bisschen Zähigkeit haben, denn wir müssen ja früher oder später bestimmt auch mal tanken. Das heißt, das Kopfteil ist kommandierend und auch eins der Accessoires ist kommandierend. Das reicht dann schon. Alles andere, wie ihr seht, ist komplett Berserker, wie man es so kennt, Kraft, Präzision, Wildheit, mit Kraft als Hauptattribut, auch die Waffen komplett. Wir nehmen als Waffen, Schwertschild und dann noch ein Schwert für die Nebenhand. Und ihr solltet aber auch noch ein Fokus für die Nebenhand haben. Denn es kann auch manchmal sinnvoll sein, einen Fokus in der Nebenhand zu haben, anstatt ein zweites Schild. Das heißt, ihr braucht 4 Waffen. 2 Einhandschwerter, ein Schild, ein Fokus. Auf das Haupthandschwert kommt, wie gesagt, das Konzentrationssigil. Und auf die Nebenhände könnt ihr, und das empfehle ich, Lähmungssigil drauf machen. Denn das erhöht die Betäubungsdauer um 30%. Das bedeutet, dass wenn wir Breakbar-Schaden machen, und wir haben ziemlich viele Möglichkeiten, Breakbar-Schaden zu machen, das heißt, wir sind auch noch als Krone auch noch einer der Haupt-Breakbar-Brecher, machen wir durch dieses Sigil nochmal mehr Breakbar-Schaden, 30% mehr. Das triggert nicht auf alles, beispielsweise auf Moa-Siegel geht es nicht. Moa-Siegel ist zwar der stärkste Break im ganzen Spiel, macht 1000 Breakbar-Schaden, da triggert das leider nicht drauf, das Siegel der Lähmung, aber auf im Prinzip alles andere, was wir so machen können, zum Beispiel hier die Betäubung, die wir durch Wogen der Zeit und sowas machen.
Das heißt, es kann sinnvoll sein, auf die Nebenhand diese Betäubungssigile zu machen. Ihr seht, ich habe das hier auch überall drauf. Wenn ihr jetzt allerdings natürlich wisst, ich brauche das auf gar keinen Fall. Wir kriegen unsere Breakbar auch so gebrochen, ohne dass ich dieses Siegel drauf habe. Dann könnt ihr hier natürlich Heftigkeit drauf machen, dann macht ihr nochmal ein bisschen mehr DPS. Auch das werdet ihr online in vielen Guides finden, dass die Leute einfach Heftigkeit als auf die Nebenhände tun. Ich finde aber Lähmung, also oder auf Englisch Paralyzation Sigil, finde ich ziemlich sinnvoll auf dem, weil man dann wirklich deutlich mehr Breakbar-Schaden macht. Das darauf. Und als Rune nehmen wir die überlegene Rune der Führungsstärke. Die ist ein bisschen nervig, ehrlich gesagt, zu kriegen. Die kann man in Dragonstand kann man die kaufen, also auf der letzten Heart of Thorns Map oder auch im WVW geht's, glaube ich, auch. Und ja, die auf Dragonstand zu farmen ist auch ein bisschen blöd. Da braucht man dieses Kristallinerz, glaube ich. Also da kommt man relativ schwierig dran, aber die ist halt wirklich ziemlich gut, weil die gibt nämlich von Haus aus schon mal Segensdauer, wie ihr seht. Die gibt 15 und nochmal 15, also 30% Segensdauer, gibt allein auch nochmal diese Rune hier. Und auch wieder 30% sind auch wieder 450 Attributpunkte, die diese Rune mal eben so gibt. Also auch sehr, sehr stark. Genauso wie auch das Sigil auf der Waffe. Von daher, damit kriegt man sehr schnell, ohne sich groß anstrengen zu müssen, die Segensdauer sehr schnell nach oben. Außerdem gibt es sonst auch noch Punkte auf alle Werte. Ihr seht da plus 8 auf alle Werte, plus 12 auf alle Werte und 16 auf alle Werte. Sind insgesamt 36 auf alle Werte. Sind auch nochmal 2% Segensdauer, die wir nur allein dadurch kriegen. Und natürlich auch noch ein bisschen Zähigkeit. Das heißt, auch die Rune ist sehr stark. So, und nachdem wir jetzt sozusagen das haben, wir haben den Trait im Hinterkopf, die 20%, wir haben die Rune drauf, wir haben das Sigil mit Konzentration drauf und wir haben zwei Commander-Teile, nämlich Helm und Accessoire, dann müssen wir nur noch Buffut reinmachen und dann nehmen wir jetzt in diesem Fall frittierte goldene Teigtaschen. Ich werde das Buffut gleich auch nochmal ansprechen, nochmal extra, aber ich mache das Buffut einfach mal rein, frittierte goldene Teigtaschen und toxische Wartungsöle und dann seht ihr, dann bin ich bei genau 47%. Kommen hier jetzt noch die 33% von dem Waffenwechsel vom Konzentrationssiegel drauf, also 47 plus 33, dann ist man bei 80%. Und kommen jetzt noch die 20% durch diesen Trade drauf, ist man genau bei 100. Also ihr seht, dieses Bild ist so, wie es aufgebaut ist, genau darauf geminmaxed, dass man, wenn man 10 Segen hat und nach einem Waffenwechsel auf genau 100% Segensdauer ist. Dann müsst ihr das Equipment ganz genauso machen. Und das war es im Prinzip auch schon. Hört sich jetzt erstmal relativ kompliziert an. Ich weiß, das ist ein bisschen nervig, das alles zu bekommen, aber es ist dann halt darauf geminmaxed. Ihr werdet online, auch wenn ihr auf Seiten geht, wie zum Beispiel Snowcrows, werdet ihr noch anderes Gear finden, auch für den Chaos in Spikrono, das ein bisschen anders aussieht. Denn es gibt Möglichkeiten, den noch ein bisschen stärker zu machen. Das heißt, dass er trotzdem diese 100% Segensdauer erreicht, aber noch ein kleines bisschen mehr DPS macht. In diesen Fällen muss man aber dann immer Konzentrationsinfusion benutzen. Hier in diesem Fall nehmen wir einfach komplette Kraftinfusion. Ich habe jetzt hier zwar Zustandsschaden drauf, das liegt aber daran, dass das noch die Infusion von meinem Condi-Mirage sind. Die habe ich einfach nicht runtergenommen, weil ich da zu faul für war. Wir würden aber in diesem Bild komplette Kraftinfusion benutzen. Wenn ihr, wie gesagt, dieses ultimative Super-Min-Max haben wollt, was zum Beispiel auf der Snowcross-Seite steht, dann müsstet ihr alle Infusionen mit Fachkenntnis haben. Und das hat wahrscheinlich niemand einfach so rumliegen. Das ist Konzentration, nicht Fachkenntnis, sondern Konzentration. Infusion. Und wenn ihr ein komplettes Set Konzentrationsinfusion auf euer Equipment packt, dann könnt ihr das eine oder andere Teil noch ein bisschen anpassen, um dann letztendlich ein bisschen höheren DPS zu haben. Ich werde euch natürlich auch einen Link dazu in die Videobeschreibung packen, dass ihr bei Snowcrows einfach mal gucken könnt. Aber wie gesagt, das Equipment ist super noch nerviger zu bekommen, als es sowieso schon ist. Und ihr seht, dieses Equipment ist auch aufs Prozent genau, sogar auf zwei Nachkommastellen ganz genau geminmaxed, dass man diese 100% Segensdauer erreicht. Nochmal aufs alte Video zu kommen. Im alten Video habe ich euch ja noch andere Builds und da will ich euch nur mal zeigen, dass auch die anderen Builds theoretisch auf genau das geminmax sind. Wir haben hier ja diesen Chaos-Chrono, die diesen Trade drin hat mit den 2% höhere Segensdauer. Wenn wir jetzt irgendeine der anderen Varianten, egal ob Domi, Inspi, Illu, Inspi oder Dueling, Illu, da haben wir diesen Trade nicht. Das heißt, da brauchen wir ein anderes Equipment. Darum nehme ich mal ganz schnell hier den Domination-Chrono rein. Dauert jetzt ein bisschen.
bis sich das alles geändert hat. Ich bin hier leider nicht in der Stadt, da ist dann leider ein kleiner Cooldown drauf. So, jetzt seht ihr, ich habe jetzt hier Inspiration Domination und somit habe ich nicht mehr diesen Trade. Und jetzt seht ihr, habe ich hier 67% Segensdauer drin. Das heißt, ich habe das Equipment ein bisschen angepasst, da ist insgesamt mehr Commander-Sachen drin und sowas und weniger Berserker-Sachen, weil man ja diese 20% ausgleichen muss. Und ihr seht, ich bin trotzdem bei 67% Segensdauer. Wenn jetzt noch im Kampf das Konzentrationssigil triggert, dann bin ich auch hier wieder bei 100%. Also man gleicht ganz genau diese 20% aus durch anderes Equipment. Das werde ich euch jetzt nicht einzeln vorsagen, was hiervon jetzt Commander und sowas ist. Da packe ich euch einfach einen Link in die Videobeschreibung. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr auch euch das Equipment für den Domination oder Illu oder Dueling Illu Chrono holen. Der hat dann jeweils immer das gleiche Equipment. Und es gibt dann letztendlich auch noch den Tank-Chrono. Den gucken wir uns aber ganz am Ende an. Das heißt, wir werden uns jetzt erstmal, ich werde mal wieder den Chaos-Chrono reinmachen, so Chrono-Chaos, so, zack. Und während das jetzt hier lädt, werden wir das Bild erstmal normal weitermachen, ganz normal, so ist es geladen. Und jetzt haben wir auch wieder hier diese 47%. Und dann werden wir als allerletztes, ganz am Ende des Videos, werde ich nochmal extra einen kleinen Abschnitt machen, wo ich euch das Tank-Chrono-Equipment zeige. Denn das Besondere ist, das Tank-Chrono-Equipment ist in den meisten Fällen so ausgelegt, dass es egal ist, ob wir Chaos oder nicht haben. Das ist im Prinzip ein einziges Equipment, was auch 100% Segensdauer kommt, egal ob wir jetzt diesen Trade hier haben oder nicht. Klar, man könnte auch das Tank-Equipment jetzt nochmal minmaxen auf diesen Trade von Chaos oder nicht. Aber meistens, die meisten haben einfach nur ein Tank-Chrono-Equipment und da ist es egal, welche Trades man spielt, das kommt so oder so auf 100% und hat auch noch maximale Zähigkeit zum Tanken. Das gucken wir uns aber ganz am Ende an. Wenn euch das jetzt super doll interessiert, guckt einfach in die Videobeschreibung und springt einfach bei der Videonavigation einfach ans Ende. Da werde ich euch dann das Equipment einmal zeigen. Wir werden uns jetzt aber erstmal weiter mit dem Chaos-Chrono beschäftigen. Also wir haben das Gear fertig und können somit zu den Trades kommen. Also, das denke ich. Das jetzt dürfte jeder von euch kennen. Wir haben natürlich Inspiration und wir haben Chaos, so heißt dieses Bild. Chaos, Inspiration, Chrono und wir haben natürlich Chrono. Also fangen wir an mit Inspiration. Wir haben hier Reinheit des Heilkundigen. Wirkt geringe Kraftläuterung, wenn ihr eine Heilfertigkeit einsetzt. Entfernt Zustände von euch und Verbündeten in der Nähe. Und zwar wird da immer, wenn wir eine Heilfertigkeit einsetzen, auf einem eine Sekunde internen Cooldown, also ziemlich kurz, ziemlich cool, können wir Zustände von unseren Verbündeten entfernen, wenn wir eine Heilfertigkeit einsetzen. Das wird in den meisten Fällen einfach so zufällig passieren. Ist natürlich gut, wenn das einfach passiert, weil wir da in bestimmten Kämpfen einfach unser Team ziemlich gut unterstützen. Zum Beispiel bei Matthias haben Leute oft irgendwelche Zustände drauf, die entfernen wir einfach nebenbei immer. Man kann das Ganze aber natürlich auch noch gezielter machen. Wenn man zum Beispiel das Mantra reinnimmt, das Heilmantra, dann seht ihr, dann hat man zwei Aufladungen. Und dann kann man einfach gezielt, weil das hat ja auch keine Cast-Zeit. Ich kann jetzt einfach diesen Skill drücken und es heilt einfach sofort. Und somit würde ich auch sofort diese geringe Kraftläuterung auslösen. Da das auch nur eine Sekunde internen Cooldown hat, kann ich sogar, wenn das Mantra zwei Aufladungen hat, kann ich das sogar zweimal benutzen. Das heißt, ich könnte zweimal kurz hintereinander Zustände entfernen. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, das machen manche Kronos bei Slothar so, also bei Voltirion. Denn da ist es ja so, alle 20% schläft der eine, man muss eine Breakbar brechen. Nach dieser Breakbar fiert er alle Leute weg. Und ein Chrono kann beispielsweise mit diesem Mantra einfach sein komplettes Team aus diesem Vier raus befreien. Weil, wenn er das Mantra benutzt, bewirkt er Kraftläuterung, dadurch wird ein Zustand entfernt und von dem ganzen Team wird der Vier einfach entfernt. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man gegen diesen Vier bei Slothar so ankämpfen kann, indem der Chrono das Mantra mitnimmt, zusammen mit diesem Trade. Ist also eine gute Sache. In den meisten Fällen werden wir aber entweder den Brunnen drinne haben oder Siegel des Äthers. Naja, gut. Dann haben wir Antlitz der Sympathie. Wenn sie das erste Mal herbeigerufen werden, nehmen Trugbilder eure Zustände an. Auch gut, auch wieder ein bisschen Zustände, die auf uns selbst weniger sind. Wenn wir Trugbilder beschwören, das werden wir natürlich auf Cooldown machen. Wir werden die ganze Zeit Trugbilder nachbeschwören auf unseren beiden Waffensets. Also ganz coole Sache. Dann hier eine der wichtigsten Trades, haben wir auch schon im letzten Video gelernt. Inspirierende Verzerrung verleiht Verbündeten in der Aegis, wenn ihr euch selbst Verzerrung verleiht. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall schon mal definitiv immer eine gezielte Aegis auf unser Team verteilen, wenn wir F4 drücken, denn durch F4 geben wir uns selbst Verzerrung und geben somit eine Aegis an unsere Verbündeten.
Wir können also schon mal mindestens einmal eine dicke Attacke von dem Gegner abblocken fürs Team. Dann haben wir wiederherstellende Illusionen. Heilt euch selbst und werdet Zustände los, wenn ihr eine Zerschmettern-Fertigkeit einsetzt. Das heißt, wir können sogar auch durch Zerschmettern-Fertigkeiten Zustände von uns selbst entfernen. Wir haben also ziemlich viel, was Zustände entfernt, habt ihr schon gemerkt. Das Heilen entfernt Zustände, Trugbilder beschwören entfernt Zustände, Zerschmettern entfernt Zustände. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, die wir haben. Wir hätten hier auch noch alternativ Gegenschlag der Wache, Fokusfertigkeiten, reflektieren Projektile und verringert die Wiederaufladezeit von Fokusfertigkeiten. Ich habe euch ja beim Gear gesagt, es kann auch sinnvoll sein, einen Fokus für die Nebenhand zu haben, anstelle des Schwertes in der Nebenhand. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man beispielsweise entweder sehr, sehr viel reflektieren muss. Das kann beispielsweise bei Voltirion auch wieder sinnvoll sein, denn da hat man ja die ganze Zeit diese kleinen Mini-Slublings, die einen beschießen. Dann kann man zum Teil die Projektile von denen reflektieren. Wenn man jetzt diesen Trait drin hat, würde die Illusion, die trügerische Wache, würde die Projektile reflektieren. Außerdem auch der Vierer-Vorhang, der temporale Vorhang, der würde dann auch reflektieren. Ist also eine ziemlich coole Sache. Außerdem verringert die Wiederaufladezeit. Das heißt, man kann auch mit dem Vierer-Skill, und damit kann man den Gegner zusammenziehen, auch das kann eine Aufgabe von einem Chrono sein, Gegner zusammenzuziehen mit ziemlich vielen Bossen wie Voltirion oder Xera oder auch bei Velguardian die Seeker wegziehen vom Team. Kann es sinnvoll sein, eine niedrigere Aufladezeit, wieder Aufladezeit auf dem Fokus zu haben. Aber das muss man, wie gesagt, von Situation zu Situation entscheiden. Wo man das zum Beispiel auf gar keinen Fall unbedingt nicht drin haben sollte, ist zum Beispiel Matthias. Weil bei Matthias will man ja zum Teil bestimmte Attacken, dass die auf gar keinen Fall reflektiert werden. Klar, wer ein Profi-Chrono ist, der kann diesen Trade auch bei Matthias spielen, wenn er genau weiß, wann er wie was stellen muss. Aber das ist wirklich sehr, sehr unsafe. Von daher, je nach Situation entscheiden, was ihr hier wollt, standardmäßig einfach wiederherstellende Illusionen drin haben. So, dann haben wir heilendes Prisma. Wenn ihr euch selbst heilt, dann werden auch Verbündete in der Nähe geheilt. Erhaltet Heilkraft basierend auf einem Teil eurer Kraft. Das heißt, man heilt hier ein kleines bisschen, ist natürlich nicht schlecht. Es gibt auch Tank-Chrono-Builds, die auch noch zusätzlich gleichzeitig heilen können. Auch das werden wir uns am Ende angucken. Ich habe ja gesagt, am Ende des Videos gucken wir uns die Tank-Varianten an. Und da gibt es sowohl eine Super-Tank-Variante mit maximaler Zähigkeit, als auch eine Tank-Variante, die eine sehr hohe Zähigkeit hat, aber dafür auch eine sehr hohe Heilkraft. Und dann haben wir als letztes noch eine der absolut wichtigsten Trades. Wenn wir den hier nicht mitnehmen würden, müssten wir auch die ganze Trade-Line nicht mitnehmen, nämlich illusionäre Inspiration. Wenn Trugbilder herbeigerufen werden, wird geringes Siegel der Inspiration gewirkt und Verbündete in der Nähe Macht gewährt. Das heißt, auch auf dem gleichen Cooldown, hier in diesem Fall 30 Sekunden, wie auch das Siegel der Inspiration, kriegen wir auch nochmal ein geringes Siegel der Inspiration, wenn wir Trugbilder beschwören, was automatisch ausgelöst wird dann beim Trugbilder beschwören, was auch nochmal Segen an unsere Verbündeten schert, was natürlich eine ziemlich coole Sache ist. Das heißt, dadurch schaffen wir letztendlich überhaupt die 100% Uptime unserer Segen. Dann haben wir Chaos, das ist die besondere Trade-Line sozusagen. Hier haben wir metaphysische Verjüngung. Erhaltet Regeneration, wenn eure Lebenspunkte unter die Schwelle fallen. 75% ist natürlich nicht schlecht. Regeneration, wenn wir das scheren, kriegen unsere Verbündeten auch Regeneration. Ist wieder ein Segen, wodurch die DPSler mehr Schaden machen. Dann cooler Trade hier, Fall in den Wahnsinn. Erschafft einen geringen Chaos-Sturm. Wenn ihr Sturzschaden erleidet oder eine Heilfertigkeit einsetzt, bei Stürzen erleidet ihr weniger Schaden. Für die Stürze ist es natürlich komplett egal, ob wir jetzt einen geringen Chaossturm nach einem Sturz machen oder ob wir durch Stürze weniger Schaden kriegen, ist in den meisten Fällen komplett egal. Gut, man kann das theoretisch auch aktiv in einem Raid benutzen, wenn man beispielsweise Gorseval macht und man benutzt die Aufwinde bei Gorseval und man fliegt mit dem Aufwind hoch und man lässt sich extra aus einer höheren Entfernung runterfallen, dann löst dieser Trade natürlich auch aus. Aber wirklich in anderen Encountern kann man das nicht wirklich nutzen und man nutzt es hauptsächlich für die Variante mit der Heilfertigkeit. Das heißt, wenn wir eine Heilfertigkeit einsetzen, wird der Chaossturm gesetzt, allerdings auf einem 35 Sekunden internen Cooldown, muss man halt im Hinterkopf haben, dass sowas gibt. Und dieser Chaossturm macht Schaden und verteilt zufällige Segen auf Verbündete.
Und da kann neben Vergeltung, was auch ziemlich gut sein kann, denn erstens ist es ein Segen, der relativ selten ist und vor allem ein Segen, über den sich vor allem die Dragon Hunter und Guardians freuen, verteilt er aber auch Aegis und das mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit, dass man Aegis kriegt. Das heißt, man kann hier zusätzlich zu dem normalen Aegis über die F4, kann man auch noch Aegis durch den Chaossturm kriegen und auch das aufs Team verteilen und somit ein bisschen öfter blocken als in den anderen Builds. Natürlich abgesehen von Domination, das war das Build, was Aegis auch gibt, wenn man Siegel benutzt, das hat natürlich die höchste Aegis-Uptime. Dann haben wir Illusionäre Membran, erhaltet Schutz, wenn ihr Regeneration erleidet, auch ziemlich cool, wir erhalten Regeneration durch diesen Trade hier vorne, jetzt kriegen wir durch den auch noch zusätzlich Schutz, was wir natürlich auch scheren können. Dann haben wir chaotische Dämpfung, Chaos-Rüstung gewährt Schutz, verringert die Wiederaufladezeit von Stab- und Dreizack-Fertigkeiten. Gut, so mega ultra gut ist dieser Trade nicht, weil Stab und Dreizack haben wir nicht dabei und Chaos-Rüstung gewährt Schutz. Und wir haben eigentlich keine wirkliche Möglichkeit, an Chaos-Rüstung zu kommen, außer, und das ist, unsere ganzen Brunnen zählen als Ätherfelder. Und wenn man in ein Ätherfeld einen Expo-Finisher macht, dann gibt es eine Chaos-Rüstung. Und da wir als Chrono unsere Brunnen spammen werden ohne Ende, ist die Chance, dass eigentlich sehr, sehr oft und sehr viel Ätherfelder auf dem Boden liegen und unser Team während ihrer normalen Rotation zufällig irgendwelche Finisher in unsere Ätherfelder machen, ist ziemlich hoch. Von daher, man kriegt schon regelmäßig mal eine Chaos-Rüstung und dann kriegt man dadurch halt auch Schutz, was auch eine ziemlich coole Sache ist. Vor allem die anderen Trades sind auch sowieso nicht so gut, von daher, das ist schon fast so das Sinnvollste, was es hier so gibt in dieser von diesen Trades, die hier so sind. Da habe ich übrigens gerade meinen Stift weggeworfen. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. So, dann chaotische Beharrlichkeit. Auch haben wir jetzt auch schon echt so oft angesprochen. Die Dauer des zugefügten Segens und Zustands erhöht sich mit jedem Segen, der auf euch wirkt. Hier haben wir gesagt, wir rechnen mit 10 Segen. Das heißt, wir kriegen durch diesen Trade 20% höhere Segensdauer. Und darauf ist unser Gear ausgelegt. Und dann haben wir als letztes noch ertragreiche Ernüchterung, einer der Haupttrades, warum wir überhaupt so viele Segen verteilen können. Wenn ihr eine Zerschmettern-Fertigkeit einsetzt, erhaltet ihr Stabilität. Ihr und eure Verbündeten in der Nähe erhalten Segen basierend auf der verwendeten Zerschmettern-Fertigkeit. F1 gibt Macht, F2 gibt Elan, F3 gibt Wut, F4 gibt Regeneration und F5 gibt Widerstand. Und jede einzelne gibt auch noch Stabilität. Das ist eine ziemlich coole Sache. So könnt ihr beispielsweise, das ist eine Sache, die benutzen viele bei Kern. Kern ist ja ein Boss, der steht eigentlich nur doof in der Mitte rum und beschwört aber regelmäßig diese grünen Felder, in die sich die Leute reinstellen müssen. Je nachdem, wie groß das Feld ist, müssen unterschiedlich viele Leute rein und sonst werden die hochgezogen und werden ziemlich lange aus dem Spiel genommen, indem sie in der Luft schweben. Hier kann zum Beispiel ein Chaos-Chrono einfach seine Zerschmettern-Fertigkeiten durchspammen. Dadurch kriegt er Stabilität. Mit Siegel der Inspiration wird Stabilität geschert. Das ganze Team hat Stabi und kann einfach stehen bleiben und muss nicht in diese blöden grünen Dinger reingehen. Sofern die alle genug Lebenspunkte haben und sofort geheilt werden, weil die Attacke auch noch viel Schaden macht, können einfach alle stehen bleiben und müssen nicht in die grünen Felder, können weiter DPS machen. Ist ein super krasser DPS-Gewinn, wenn man das so macht. Also gezielt Stabi-Scheren ist eine ziemlich coole Sache mit diesem Trade. Außerdem, man gibt auch, wie gesagt, auch noch Macht und Wut und Regeneration und Elan. Vor allem Elan und auch Widerstand sind beides Segen, die man nicht so extrem viel und oft hat. Und somit hat man wieder neue Segen dazu, die das Team einfach hat und somit ihre Damage-Trades weiter aufrechterhalten können, weil man möglichst viele verschiedene Segen hat. Das heißt, als Chaos-Krone kann man am Anfang einmal einfach alle seine Shatters durchspammen. Also ich kann hier einfach mal machen, F1, 2, 3, 4, F3 habe ich vergessen. Ihr seht, ich habe jetzt schon ohne Ende Segen und kann die direkt mit Siegel der Inspiration teilen. Und ich habe ohne Ende Segen für richtig lange. Also richtig übertrieben, am Anfang des Kampfes einmal alles durchspammen, egal ob wir Illusionen haben oder nicht, einfach komplett durch. Also ziemlich coole Sache hier mit diesem Trade. Man kriegt super hohe Uptimes von so ziemlich allem hin. Dann haben wir als letztes noch Zeitspalter. Erhaltet Zugriff auf die Kontinuumsspaltung, die es euch ermöglicht, an einen vergangenen Zeitpunkt zu springen. Erhaltet Zugriff auf Brunnen. Gut, Brunnen müssen wir unbedingt haben, sonst funktioniert der Bild nicht, denn die Brunnen geben nun mal Schnelligkeit und auch Tatendrang. Und wir haben jetzt auch noch den Kontinuum-Split, unseren F5, der alle unsere Cooldowns resettet. Sobald wir den Continuum-Split verlassen und was wir im Continuum-Split selbst machen, ist völlig egal. Wir können im Continuum-Split alle unsere Skills auf Cooldown hauen und somit die Effekte davon bekommen. Aber sobald der Continuum-Split endet, haben wir wieder keine Cooldowns und können direkt nochmal alles spammen. Ziemlich coole Sache.
Wir können also unseren großen Share bei der Brunnen legen, mit Siegel der Inspiration verdoppeln, können wir einmal im Continuum-Split machen und danach direkt nochmal, um somit im Prinzip alles vervierfacht zu haben, alle Segen. Ziemlich coole Sache. Dann haben wir als nächstes Ende gut, alles gut, Brunnen heilen Verbündete, wenn sie enden. Auch ziemlich cool, wir haben schon mal mindestens 2 Brunnen dabei. Wir werden später noch sehen, eventuell will man vielleicht mal den Heilbrunnen auch noch mithaben oder den Elitebrunnen, dann hat man sogar 4 Brunnen. Alle heilen Verbündete, wenn sie enden. Sorgt natürlich auch dafür, dass man relativ gut heilen kann, vor allem wenn wir uns später am Ende des Videos das Heiler-Tank-Bild angucken. Wenn ihr das nicht wollt und ihr denkt, warum soll ich Verbündete heilen, könnt ihr auch das hier nehmen, das hat ein bisschen höheren DPS, die Zeit holt auf, die Aktivierung einer Zerschmettern-Fertigkeit verleiht euren Illusionen Supergeschwindigkeit, gut, das ist nicht mega gut, aber Zerschmettern fügt bewegungseingeschränkten Gegnern erhöhten Schaden zu, nämlich 10% höheren Schaden. Das heißt, wir werden sowieso relativ viel shattern, und das oft benutzen und dann ist einfach, sind einfach die Shatter-Fertigkeiten sind einfach stärker um 10%. Das heißt, es erhöht den DPS noch ein bisschen. Das heißt, vor allem, wenn ihr das Dueling-Elu-Bild, also das mit Zweikampf spielt, das, was den höchsten DPS hatte von allen Builds, das haben wir im letzten Video gelernt, solltet ihr vielleicht hier lieber diesen Trade reinnehmen, einfach um den DPS noch ein bisschen zu erhöhen. Standmäßig habe ich aber persönlich das mit den Brunnen drin, weil es einfach noch mehr Team-Support ist und somit auch gelehrten Runen Uptime erhöht auf unseren DPS-Lern. Dann haben wir Strom der Zeit, erhaltet Tatendrang für jeden Klon, den ihr zerschmettert. Das heißt, zusammen, zusätzlich zu den ganzen Buffs, die wir hier dadurch kriegen, wenn wir shattern, kriegen wir auch noch Tatendrang zusätzlich, ziemlich cool. Dann haben wir verbesserter Tatendrang, auf euch wirkender Tatendrang ist stärker, dauert aber kürzer an. Das heißt, das ist ein bisschen doof, weil Tatendrang dann auf uns selbst kürzer ist. Das ist zum Glück auf Verbündete nicht. Die haben den ganz normalen Tatendrang, aber wir selbst haben kürzeren Tatendrang. Dafür ist unser Tatendrang stärker. Also da ist die Tatendrang, wie schnell sich der Cooldown resettet, ist noch ein bisschen stärker als bei normalen Tatendrang. Dafür ist es halt kürzer, aber für uns trotzdem gut. Und wir wollen ja auch möglichst viel Tatendrang haben und möglichst schnell unsere Cooldowns wieder kriegen, um möglichst schnell wieder zu scheren. Es gibt noch die Variante hier oben, Zeit der Gefahren, erhaltet eine zusätzliche Chance, kritische Treffer gegen verlangsamte Gegner zu erzielen. Kritische Treffer richten bei verlangsamten Gegnern zusätzlichen Schaden an. Auch das kann eventuell sinnvoll sein in DPS-Builds, weil man dadurch alleine 30% höhere Crit-Chance kriegt. Dadurch kann man relativ schnell auf 100% Crit-Chance kommen in einem DPS-Build und nur noch 10% höherer Schaden bei verlangsamten Gegnern. Das kriegt man zum Beispiel hin, indem man eine Zeitschleife auf den Gegner setzt. Das macht zum Beispiel Verlangsamung. Ist also auch eine DPS-Variante in den meisten Fällen als normaler Support-Chrono, werden wir aber vermutlich das hier drin haben. Dann haben wir noch Zeit, die Zeit schreitet fort, ihr bewegt euch 25% schneller, die Dauer von erlittenen bewegungseingeschränkten Zuständen wird um 25% verringert. Nicht super wichtig, aber 25% schneller Rennen ist sowieso gut. Der Chrono, das war früher, bevor es Elite-Spezialisierung gab, also vor HOT, war das im Prinzip so ein Running Gag, dass der Chrono die langsamste Klasse im ganzen Spiel ist und der nie wirklich richtig vorwärts kommt. Vielleicht hat er deswegen auch diesen Trade gekriegt, einfach standardmäßig 25% schneller Rennen. Und dann haben wir als letztes noch, nutzt den Moment, erhaltet Schnelligkeit für jeden Klon, den ihr zerschmettert. Hier haben wir das gleiche auch schon mit Tatendrang gehabt. Das heißt, zusätzlich zu den ganzen Segen, die wir sowieso beim Zerschmettern kriegen, kriegen wir jetzt auch noch Tatendrang und Schnelligkeit. Und ich kann es nochmal zeigen, ich benutze alle Shatter-Skills und ihr seht, ich habe ganz viele Segen und verteile die auch noch. Und habe allein da schon 5 Stabi, 6 Macht und alles mögliche andere auch. Also ziemlich coole Sache. Das sind im Prinzip die Trades. Viel muss man, wie gesagt, nicht ändern. Die Trades sind mehr oder weniger Standard. Man kann, wie gesagt, hin und wieder den einen oder anderen Trade mal anpassen, wie zum Beispiel hier Gegenschlag der Wache oder so. Es gibt auch Leute, die spielen zum Beispiel mit Chrono-Trug-Bild hier unten. Aber will man in den meisten Fällen, will man das hier ganz normal weiter benutzen. Und wie gesagt, die Zeit holt auf, wäre auch eine Möglichkeit. Aber das erstmal so grob zu den normalen Trades. Wie gesagt, wenn euch die Trades für die anderen Builds interessieren, für Domination Inspiration, für Illusion Inspiration und für Dueling Illu, das sind ja die anderen Builds, die wir im letzten Video gelernt haben, dann guckt einfach in die Videobeschreibung. Da werde ich euch zu jedem Bild, werde ich euch einen Link in die Videobeschreibung packen, wo ihr dann zu den einzelnen Klassen, zu den einzelnen Builds, die die Trades sehen könnt. Und ihr könnt natürlich auch bei Snowcrows gucken. Auch die haben eine sehr gute Übersicht über die verschiedenen Builds, was es da gibt. Und auch das entsprechend das Equipment für die anderen Builds. Denn das hier ist ja, wie wir gelernt haben, das Equipment speziell für das Chaos-Build. Alle anderen drei Builds, die es noch gibt, haben extra Equipment für sich. Und im Chaos ist hier ein kleines bisschen anders. Gut, das dazu.
Jetzt kommen wir als nächstes zu den Trades. Warum laufe ich denn jetzt? Gehe ich denn jetzt? So, also, habe ich Trades gesagt? Ich meine natürlich Skills. Ich bin schon so Chaos-Chrono-mäßig kaputt. Ich kann schon nicht mehr richtig sprechen. Vor allem, weil das werdet ihr nicht so sehen, aber ich habe das Video, was hier vorkam, wo ich die verschiedenen Chrono-Builds vorgestellt habe, direkt vor dem hier aufgenommen. Also das ist eine große Chrono-Build-Session, die ich hier gerade mache. Auch wenn es für euch natürlich ein bisschen Abstand ist. Aber ich gehe langsam am Stock, was hier Chrono angeht. Aber egal. Gucken wir uns die Skills an. Also, fangen wir mit dem Heilskill an. Das Gute am Siegel des Äthers ist, dass man damit seine Wiederaufladezeiten von Trugbildern einfach resetten kann. Das heißt, ich könnte beispielsweise einen trügerischen Schwertkämpfer aufstellen, den Heilskill benutzen und direkt noch einen aufstellen, weil der Cooldown komplett resettet wird. Das ist eine coole Sache. Heilt außerdem passiv die ganze Zeit, wenn wir es passiv einfach so lassen. Wir werden es aber auch natürlich aktiv in unserer Rotation mitbenutzen. Hat mit 30 Sekunden ja einen mittleren Cooldown, ist aber nicht schlecht, zählt außerdem auch als Siegel. Das heißt, wenn wir beispielsweise ein Bild wie zum Beispiel Domination spielen, was verringerten Cooldown auf Siegel gibt und Verzerrung auf Siegel, ist das hier nicht schlecht. Trotzdem aber, viele wollen vermutlich hier den Brunnen nutzen. Denn der Brunnen heilt natürlich auch Verbündete. Das heißt, wir haben noch ein bisschen mehr Support. Wir haben sowieso schon einen Trade drin, der dafür sorgt, dass Brunnen am Ende Verbündete heilen. Dieser Brunnen an sich heilt auch nochmal Verbündete. Das heißt, wir haben hier ziemlich gute Verbündetenheilung. Vor allem in einem Healer-Build, also in einem Tank-Healer-Build, wollen wir vermutlich hier den Brunnen eine Ewigkeit. Das könnt ihr aber letztendlich selbst entscheiden, was für ein Skill ihr hier haben wollt. In der Rotation kann man ganz gut Siegel des Äthers allerdings einbauen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Mantra, da habe ich schon ein Beispiel für gesagt. Bei Voltirion kann man da beispielsweise das Team aus dem 4 rausbrechen, aber es ist auch sehr, sehr situationsbedingt. Also einer dieser drei Heilskills wird meistens genommen, die anderen ja, hat man in den meisten Fällen nicht drin. Aber man findet natürlich bestimmt auch da bestimmte Situationen in bestimmten Dungeons oder Fraktalen, wo die anderen auch mal gut sind. Dann haben wir die drei Skills, die sind im Prinzip, oder sagen wir fast, fest. Einmal natürlich Siegel der Inspiration, damit scheren wir alle unsere Segen auf Verbündete. Das wollen wir natürlich immer machen. Wir ballern uns selbst voll mit so vielen Segen, die es nur gibt. Und dann scheren wir das Ganze mit Siegel der Inspiration und auch nochmal mit geringes Siegel der Inspiration. Die haben übrigens nicht den gleichen Cooldown. Also wir können die beide hintereinander benutzen. Wir können sowohl Siegel der Inspiration benutzen, als auch geringes Siegel der Inspiration. Die nehmen sich nicht gegenseitig den Cooldown weg. Das sollte man vielleicht auch noch wissen. Dann haben wir natürlich danach auch noch den Brunnen der Tat, der gibt Schnelligkeit ans Team, und wir haben den Brunnen des Rückrufs, der gibt Tatendrang ans Team. Und wir wollen im Prinzip diese drei Skills auf jeden Fall immer haben. Es kann super selten bestimmte Situationen geben, wo man sagt, ey Chrono, du musst reflekten. Dann muss der Chrono halt Reaktion mitnehmen. Das ist beispielsweise bei Matthias. Matthias hat eine Mechanik, da muss man reflektieren. Da kommt man nicht drum rum. Man kann Matthias nicht bekämpfen, wenn man nicht reflektiert. Das heißt, irgendein Spieler muss auf jeden Fall einen Reflect mitnehmen. Und da eignet sich am besten Feedback, also diese Reaktionskuppel von einem Mesmer. Natürlich muss das nicht der Chrono machen und im Idealfall sollte es auch nicht der Chrono, denn der will natürlich für seinen Tatdrang abtimen, was ein super starker Buff ist, will der natürlich den Brunnen drin haben. Von daher, wenn man bei Matthias ist, im Idealfall sollte ein Condi-Mirage Reaktion mitnehmen. Jetzt kann es aber natürlich vorkommen, dass man, oder es könnte natürlich auch ein Guardian machen mit Reflektionswand. Jetzt kann es natürlich vorkommen, man hat kein Condi-Mirage dabei und man hat auch kein Guardian dabei. Dann kommt man natürlich nicht drum rum, einfach Reaction-Reaktion zu nehmen. Dann muss man halt in den sauren Apfel beißen. Dann ist die Tatendrang-Uptime halt scheiße. Das ist halt so. Dann muss dann aber auch das Team mitleben, wenn die so blöd sind und einen dazu zwingen, Feedback-Kuppel mitzunehmen. Aber das kann vorkommen. Das ist natürlich hauptsächlich für Raids, da hat man diese drei Skills. Somit in Fraktalen kann es natürlich auch, kann auch ganz viel anderes passieren. Da kann es vorkommen, dass man Augenschlag mit, weil in Fraktalen, da kann man ja total oft seine Cooldowns resetten. Da kann man ja immer an so eine Singularität ranrennen, damit kriegt man alle seine Cooldowns resettet. Das heißt, man kann auch zwischendurch einfach mal komplett seine Skills umtauschen, um bestimmte Sachen zu machen. Zum Beispiel eine Kombination aus Augenschlag und Mime, sodass man mehrmals hintereinander teleportieren kann, um schnell von einem Ort an nächsten zu kommen, um entweder eine Cutscene auszuprobieren
zu lösen oder um irgendeinen Knopf zu drücken oder um das Team irgendwo hin zu teleportieren. Man kann auch Portal mitnehmen. Dann kann man Portal hinlegen, sich mit Augenschlag und Mime zweimal irgendwo hin teleportieren und dann das Portal aufmachen, dass das Team da durchkommt. Und man kann danach eventuell je nach Situation ja eh an eine Singularität gehen und somit seine Cooldowns komplett resetten und schnell wieder die Kampfbrunnen reinnehmen und sowas. Das heißt, ein Chrono hat sehr, 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 sehr viele Skills, die in irgendwelchen bestimmten Situationen super stark sind. Also wenn ihr euch Dungeon- oder Fraktal-Rekorde anguckt, die Chronos da, die wechseln so extrem oft und so permanent ihre Utility-Skills durch, das ist wirklich richtig krass. Die haben so einen Stress in Dungeons und Fraktalen, wenn man das wirklich auf sehr hohem Profiniveau spielen will. Also da gibt es wirklich richtig viel, was sinnvoll sein kann. In Raids ist das hier aber, wie gesagt, das Standard-Setup. Im Prinzip sind das die Standard-Skills, die man fürs ganz normale Kämpfen drin hat. Es gibt natürlich auch noch andere Brunnen, die ziemlich cool sind. Hier gibt es zum Beispiel einen Brunnen, der pulst Aegis. Wenn man den jetzt auch noch mit Mime, verdoppelt, dann kann man so extrem oft Aegis verteilen. Das ist zum Beispiel gut bei diesem ewigen Gladiator am Ende vom Chaos-Fraktal. Da gibt es ja diesen Char mit dem Großschwert, der mit jedem dritten Auto-Attack automatisch stunt. Also der macht ganz normale Auto-Attacks und jeder dritte Auto-Attack unterbricht das ganze Team. Das ist super nervig. Entweder muss man da Stabi haben oder man muss jeden dritten Auto-Attack ausweichen. Natürlich kann keiner so oft dodgen. Da kann man beispielsweise mit dem Chrono einfach diesen Aegis-Brunnen hinlegen und den vielleicht sogar auch noch mit Mime verdoppeln. Dann hat das Team permanent die ganze Zeit Aegis und kann einfach stehen bleiben und DPS machen. Also ihr seht, es gibt richtig viele Kombinationen von sinnvollen Utility-Skills, die ein Chrono nutzen kann. Aber dieses extreme Rumtauschen, dieses extreme alle möglichen Skills verwenden, muss man hauptsächlich nur in Dungeons und Fraktalen. In Raids reicht es, wie gesagt, wenn man die Standardbrunnen, die Standard-Skills drin hat. Dann kommen wir zum Elite-Skill. Beim Elite-Skill haben wir auch drei oder sagen wir 3,5 Möglichkeiten. Die meisten werden das Siegel der Demut einfach benutzen, vor allem auch in organisierten Gruppen. Weil in organisierten Gruppen kann man das so machen, man hat eh immer 2 Chronos dabei. Und ein Chrono, und die haben beide diese Siegel der Demut. Siegel der Demut haben wir schon gelernt, auch im letzten Video, und ich glaube auch sogar in diesem irgendwann, hat den höchsten Breakbar-Schaden im gesamten Spiel. Macht insgesamt 1000 Breakbar-Schaden. Kein anderer Skill im ganzen Spiel macht so viel Breakbar-Schaden wie Siegel der Demut. Hat allerdings einen 3 Minuten Cooldown, 180 Sekunden, ist natürlich extrem lang, das heißt, man kann das nicht oft benutzen. Allerdings kann man das natürlich auch im Continuum-Split benutzen. Ich könnte in den Continuum-Split gehen, da Siegel der Demut benutzen, und wenn ich wieder rauskomme, habe ich es wieder ganz normal da. Habe ich jetzt aber noch einen zweiten Chrono dabei und ich spreche mit dem ab in dem Raid zum Beispiel, ey, ich mache den ersten Moa, das erste Moa-Siegel oft in die erste Breakbar. Wenn die zweite Breakbar kommt, macht der zweite Chrono das. Und wenn ich genug Tatendrang und sowas habe, kann ich in die dritte Breakbar, kann ich wieder mein Siegel der Demut machen. Das heißt, die können sich so absprechen und das nacheinander einfach benutzen, wenn die ein bisschen miteinander kommunizieren. Von daher werdet ihr in organisierten Gruppen oft sehen, dass beide Chronos einfach Moa-Siegel benutzen und sich damit abwechseln und das in unterschiedliche Breakbars reinhauen. Oder eventuell sogar schaffen, das so zu timen, dass die Breakbar genau dann kommt, wenn sie eh gerade in einem Continuum-Split sind und einfach dann sogar in Continuum-Split Moa nutzen können, damit sie außerhalb des Continuum-Splits nochmal ein Moa-Siegel haben. Also ziemlich cool. Wenn ihr das nicht wollt und wenn euch das so unsicher ist und ihr damit eh nicht gut klarkommt, könnt ihr auch den Brunnen nehmen. Der Brunnen hat mehrere Vorteile. Erstens, es ist ein Brunnen und heißt, der heilt am Ende, weil wir haben ja unsere Brunnen gebufft durch unsere Trades. Zweitens, er zieht Gegner zusammen, wenn also mehrere Adds auf einem Haufen stehen, vor allem kleine Adds, könnt ihr die alle zusammenziehen, zusätzlich natürlich zu eurem Pull, den ihr auch auf eurem Fokus hättet. Habt ihr hiermit auch nochmal einen Pull, vor allem wenn ihr oft und viele verschiedene Gegner zusammenpullen müsst. Wenn ihr beispielsweise einen Kampf habt, wo ihr fast nur gegen Trash-Mobs kämpft, zum Beispiel die ganzen in den Fraktalen zwischen den Bossen, da kämpft man extrem oft gegen Trash-Mobs. Oder ihr seid beim Escort-Event in Raids und sowas, wo man hauptsächlich nur gegen Trash-Mobs kämpft, kann der Brunnen ganz cool sein. Macht auch ein bisschen Breakbar-Schaden, nicht ganz so viel wie der Moa, aber ein bisschen macht er auch und hat nur einen halb so hohen Cooldown. Kann also auch sinnvoll sein, diesen Brunnen zu benutzen. Und dann hätten wir als letztes noch die Zeitschleife. Die Zeitschleife erhöht natürlich unsere Schnelligkeits-Uptime extrem. Die steht 10 Sekunden da und alle 2 Sekunden pulst die über 2 Sekunden Schnelligkeit. Das heißt, wir müssen uns schon mal über echt lange Zeit keine Sorgen machen, dass genug Quickness auf unserem Team ist, weil die Zeitschleife echt viel Quickness verteilt.
Und das ist ja zum Beispiel auch, das hatte ich auch in dem letzten Video gesagt, in dem Dueling-Illu-Bild, wo man nicht Inspiration als Trade-Line hat und somit nicht das geringe Siegel der Inspiration, das heißt, man kann nicht so oft sharen wie in den anderen Builds, da muss man Zeitschleife reinnehmen, um überhaupt auf eine 100% Quickness-Uptime zu kommen. Und das heißt, die Zeitschleife nehmt ihr rein in Kämpfen, wo ihr keine Gegner zusammenziehen müsst, wo ihr keinen Breakbar-Schaden braucht oder wo ihr nur wenig Breakbar-Schaden braucht, wo einfach Moor-Siegel totaler Overkill wäre, wie beispielsweise bei Sabeta. Da gibt es ja sowieso nur einen Zwischengegner, den man mal breaken muss und der hat auch noch keine große Breakbar. Da wäre Siegel der Demut ein bisschen übertrieben. Vielleicht auch bei Daimos muss man es auch nicht unbedingt. Da könnt ihr beispielsweise in solchen Fällen dann einfach Zeitschleife spielen. Oder auch bei Mursaat auf Seer oder Kern. Da muss man ja überhaupt gar keine Breakbars brechen. Und dann haben wir als letztes noch Massenunsichtbarkeit. Nutzt man eigentlich nicht für Kämpfe, sondern eher für Zwischenevents. Vor allem in den Fraktalen. Da ist es ja oft so, in Fraktalen kann man sehr viel skippen. Es gibt natürlich Gruppen, die wollen alle Gegner töten. Die fangen im Fraktal an, laufen los und töten jeden Gegner auf dem Weg. Aber in vielen Fällen muss man das ja gar nicht. In vielen Fällen kann man ja einfach von Boss zu Boss rennen und einfach an den Zwischengegnern komplett vorbeirennen. Und wenn man das jetzt ein bisschen safer machen will, kann man einfach Massenunsichtbarkeit nutzen, um das eigene Team für 5 Sekunden unsichtbar zu machen. Dann kann man einfach an allen Gegnern vorbeirennen und zum nächsten Boss. Oft wird das auch in Kombination gemacht, beispielsweise entweder ein Engie oder ein Druide mit Rauchschuppe. Setzt ein Rauchfeld hin, alle blasten da rein, kriegen somit 15 Sekunden Unsichtbarkeit und dann rennen alle los und während alle losrennen und durchskippen und diese 15 Sekunden Unsichtbarkeit langsam auslaufen, während des Laufens castet dann einfach der Chrono Massenunsichtbarkeit hinterher und verlängert sozusagen die Unsichtbarkeit einfach nochmal und hofft dann, dass er vor dem nächsten Kampf irgendwo eine Singularität findet, um seine Cooldown zu resetten. Also das ist auch ein ziemlich guter Elite-Skill. Also ihr seht schon, vom Chrono sind alle irgendwie gut. Ich habe aber meistens den Moor drin. Müsst ihr aber selber entscheiden. Also, ihr seht schon, auch da hat man sehr viele Sachen, die man anpassen kann. Und damit wären wir wieder dabei, Chronos, einer der komplexesten Klassen, die es überhaupt gibt. So, jetzt kommen wir zum Buffut. Haben wir eigentlich schon gesehen, wenn wir frittierte goldene Teigtaschen nutzen, das gibt 100 Konzentration und auch noch die toxischen Wartungsöle, auch die geben Konzentration, entsprechend 3% der Kraft und 6% des Zustandsschadens. Wenn wir das drin haben, genau mit dem Gear, so wie ich es verteilt habe, dann kommen wir, wie gesagt, genau auf diese 100% Segensdauer. Mit dem Food waren wir hier, glaube ich, auf 47. Auf diese 47 kommen 33% aus dem Konzentrationssiegel, dann sind wir bei 80 und dann kommen noch 20% aus der chaotischen Beharrlichkeit, dann sind wir genau bei 100. Also dieses Food hier, Teigtaschen und Wartungsöl. Alles klar. Gut, dann haben wir das Buff-Food auch abgegessen, dann Skills haben wir auch, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch die Rotation. Die ist beim Chaos-Krone, finde ich persönlich, gar nicht so einfach. Ich finde zum Teil die Rotations bei den anderen Builds leichter, aber wir werden uns die jetzt angucken. Anders als bei den anderen Klassen werden wir uns hier nicht an der Konsole alle Segen geben, denn wir wollen natürlich gucken, wie selbst unsere eigene Segens-Uptime ist. Bei einem Chrono ist es natürlich erstmal, letztendlich natürlich nicht, wenn ihr Profi seid, aber erstmal egal, was für ein DPS ihr habt. Das heißt, wir gehen hier nicht an den Golem, um möglichst hohen DPS zu erreichen, sondern wir gehen hier an Golem, um möglichst hohe Boon-Uptimes zu erreichen. Und um zu gucken, ob wir wirklich 100%ige Uptimes hinkriegen, werden wir uns an der Konsole einfach keine Buffs geben. Natürlich müsst ihr dann leider Buffut reinnehmen. Und das ist eine Sache, die ist ein bisschen doof. Ich habe natürlich euch gesagt, wir werden, wenn wir hier am Golem üben, einfach immer alle Segen nehmen und kein Buffut. Das ist für alle sehr einfach und schnell einzustellen und man muss kein Geld ausgeben. Beim Chrono geht das hier leider nicht so leicht, weil wir nur schwierig auf unsere 100% Segensdauer kommen. Was wir eventuell machen können, wir könnten uns hier unter den segensverbessernden Sachen, hier gibt es ja auch klassenspezifisch, es gibt ja beispielsweise vom Krieger das Taktikbanner. Das gibt uns zum Beispiel höhere Segensdauer oder auch vom Wiedergänger die natürliche Resonanz. Da muss man mal gucken, wie viel habe ich jetzt? 79. Okay, so können wir es auch machen. Gut, dann müssen wir sogar gar kein Buffut benutzen. Denn ihr seht, wenn euch einfach diese beiden Segen gibt an der Konsole, natürliche Resonanz und Taktik, damit simulieren wir jetzt einfach das Buffut, weil wir kommen ja eh auf 100%. Hiermit haben wir ja jetzt schon 79. Klar, wenn wir jetzt hier auch noch Konzentration und auch noch das mit den Segen, wir sind auf weit über 100 Segensdauer, also weit drüber. Aber ist auch egal. So müssen wir wenigstens kein Buffut benutzen. Also ihr könnt euch diese beiden Segen geben, dann seid ihr auf jeden Fall schon mal safe. Und ja, jetzt werden wir uns die Rotation angucken und einfach mal gucken, wie hoch unsere Uptimes so sind. So Leute, kommen wir zur Rotation. Ich habe mir schon mal hier einen weiteren Spieler in die Gruppe geholt, denn
Man kann natürlich, letztendlich ist bei uns die Uptime, sind bei uns die Uptimes natürlich deutlich höher, denn allein dadurch, dass wir shattern, kriegen wir ja schon total viel Schnelligkeit und noch Tatendrang. Das heißt, bei uns selbst ist die Uptime viel höher. Darum habe ich mir einen anderen Spieler in die Gruppe geholt, dass man dann gleich an dem sieht, ob man wirklich hohe Uptimes hinkriegt. Und das werden wir uns dann gleich angucken können. Hierbei sei noch eine Sache gesagt, ich bin absolut scheiße als Mesmer. Also Mesmer ist wirklich eine Klasse, die ich wirklich gar nicht kann, wirklich kein bisschen. Und wahrscheinlich schaffe ich nicht mal 100% Uptimes. Trotzdem werde ich euch natürlich das prinzipielle, im Prinzip das grobe Prinzip, wie der zu spielen ist, werde ich euch natürlich zeigen. Aber ich bin da echt nicht gut. Das dann letztendlich zu üben, um da wirklich die richtig guten Uptimes hinzubekommen, das überlasse ich dann letztendlich euch. Denn ich bin wirklich kein Chrono-Spieler und die meisten werden sich wahrscheinlich den Kopf über die Hände zusammenschlagen, wenn die mich gleich spielen sehen. Aber wir gucken einfach mal, was wir da so hinkriegen. Also, wie auch schon mehrfach, auch im letzten Video erwähnt, haben wir mehrere Möglichkeiten, unsere ganzen Segen zu verteilen. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir selbst diese ganzen Segen haben. Das heißt, wir müssen selbst Schnelligkeit und Tatendrang haben, damit wir sie mit Siegel der Inspiration scheren können. Außerdem brauchen wir möglichst viele Segen, um überhaupt eine möglichst hohe Segensdauer zu erreichen. Von 100% und wir müssen vor allem immer Waffenwechsel machen, denn nur innerhalb eines Waffenwechsels kriegen wir diese 33% höhere Segensdauer. Ich kann das auch mal ganz schnell zeigen, indem ich hier einen Golem beschwöre und ich hau den einmal an, der funktioniert nämlich nur innerhalb des Kampfes. So, und wenn ich jetzt das Waffenset wechsle, dann seht ihr, dann geht hier unten dieser Konzentrationsbuff an und wir sehen den auch hier oben in unseren Attributen. Das heißt, wir haben hier diese 33%. Das heißt, wir wollen im Idealfall diesen Share vom Siegel der Inspiration immer nur nach einem Waffenwechsel machen. Das wird nicht immer perfekt funktionieren. Vor allem in einem Continuum-Split, aber da benutzen wir es ja eh mehrfach. Und im Idealfall sollte natürlich auch der Share von dem geringen Siegel der Inspiration nach einem Waffenwechsel kommen. Aber auch das ist ziemlich schwer und das kriege ich selber eigentlich nicht hin. Aber gut, eine Sache, die ich euch schon mal sagen kann als Faustregel. Ihr seht, wir haben hier auf diesem geringen Siegel der Inspiration einen 30 Sekunden Cooldown. Den sieht man natürlich nicht, das ist das Problem. Allerdings hat er den gleichen Cooldown wie auch beispielsweise unser Siegel der Inspiration oder auch unser Siegel des Äthers. Das heißt, wir können das ungefähr, können wir sozusagen das Timing von unserem geringen Siegel der Inspiration haben, wenn wir auch das Siegel des Äthers oder Siegel der Inspiration auf Cooldown benutzen. Dann passt das ungefähr. Das heißt, daran kann man sich ungefähr orientieren, wann man wieder das geringe Siegel der Inspiration nutzen kann. Und jetzt ist das Prinzip so, wir geben uns selbst total viele Segen, indem wir beispielsweise alle Shatters durchhauen, indem wir unseren 5er-Skill vom Schild benutzen, indem wir die Brunnen legen. Und wenn das alles durch ist, wir haben uns richtig schön aufgebufft, dann benutzen wir einfach das Siegel der Inspiration und scheren somit diese ganzen Segen an unser Team. Im Idealfall natürlich nach einem Waffenwechsel. Und dann können wir noch Illusionen beschwören, die auch nochmal das geringe Siegel der Inspiration aufrechterhalten. Ich habe mir übrigens diese Segen an der Konsole wieder weggenommen, weil ich war einfach so hoch, dass ich nicht mal auf diesen Waffenwechsel, auf dieses Siegel der Konzentration, hätte ich nicht mal drauf achten müssen. Weil wenn man sich hier diese Segen gibt, dann war ich ja schon allein bei 79%. Kommen jetzt noch die von dem Trade dazu, bin ich auch auf 100%, selbst wenn ich den Waffenwechsel nicht benutze. Und um zu zeigen, dass es trotzdem irgendwie möglich ist, 100% Uptimes hinzubekommen, selbst wenn man keine Ahnung von Tuten und Blasen von der Rotation von dieser Klasse hat, so wie ich, habe ich halt das wieder rausgenommen und ich nehme dafür das richtige Buffut rein. Also so, dass es, wie es auch wirklich tatsächlich ist. So, und jetzt zeige ich euch mal grob das Prinzip. Wir beschwören einfach einen Golem und jetzt ist es so, der Continuum-Split ist länger an, je mehr Illusionen wir haben. Das heißt, damit wir möglichst viel im Continuum-Split durchkriegen, sollten wir auch drei Illusionen aufbauen. Darum mache ich das meistens so. Ich channel dieses Déjà-vu an, das ist eine Illusion, chatter dabei alle Skills durch, beschwöre dann einmal den Klon mit Platztausch, drück die 5, wechsel die Waffenset und dann gehe ich in den Split. Ich kann das ja mal zeigen. Also ich benutze auch noch auf dem anderen Set die Illusion, also hier anchanneln und alle einmal durchchanneln hier in der Zeit. Rübergehen, jetzt habe ich schon mal 2. Jetzt wechseln, die dritte beschwören und jetzt können wir in den Continuum-Split und hier alles einmal benutzen. Alles, was wir haben. Zack, dann haben wir schon mal einen großen Share gemacht. Jetzt können wir wieder alles
alles einmal benutzen. Hier noch eine Illusion beschwören und drüber jetzt Waffenwechsel und dann erst das Siegel der Inspiration benutzen. So, und zwischendurch einfach immer shattern, wenn wir können. Ich caste auch immer den illusionären Sprung wieder nach, damit wir immer einen Klon wenigstens haben. Weil je mehr Klone wir shattern, desto mehr Boons kriegen wir natürlich. Und danach warte ich einfach so lange, bis ich wieder rüber wechseln kann. Beschwöre jetzt hier eine Illusion, kriege dadurch den kleinen Share, macht mein Heilsiegel. Und jetzt ist es sozusagen von dem kleinen Siegel der Inspiration der Cooldown genauso wie von meinem Heilskill. Und danach shatter ich einfach immer weiter durch, benutze eigentlich alle Skills auf Cooldown. Jetzt ist gleich der Cooldown wieder da, das heißt, wenn ich jetzt wechsle und beschwöre, seht ihr, ist das kleine Siegel auch wieder ausgelöst. Dann direkt wieder rüber. Und ich habe sogar noch den Buff, das heißt, ich kann auch das große Siegel nochmal eben schnell hier hin machen. Und dann immer so weiter. Und man wechselt im Prinzip fast auf Cooldown die Waffen durch. Und wenn der Cooldown vom Continuum-Split fast wieder da ist, dann würde ich nicht mehr shattern, sondern möglichst wieder drei Illusionen beschwören. Und noch einmal rüber wechseln. So, nochmal den kleinen Share machen. Und jetzt warten, bis alles wieder vom Cooldown da ist. Wir haben drei Illusionen, dann können wir gleich wieder in den Continuum-Split. Das heißt, hier reingehen, alles benutzen und dann gleich außerhalb noch einmal alles benutzen. Das heißt, wieder alles raushauen, einmal wechseln und den kleinen Share benutzen. Und ja, jetzt immer so weiter. Dann können wir wieder shattern ohne Ende. Wir müssen natürlich mit dem F4 müssen wir ein bisschen aufpassen, weil jetzt kommt wieder der kleine Share. Wie ihr seht, ist genau der Cooldown vom Heilskill und immer genau nach einem Waffenwechsel ist natürlich auch gut. Jetzt kommt gleich der große wieder. Das heißt, wir wechseln vorher die Waffe, damit wir jetzt den großen Share wieder mit dem Segen kriegen und so weiter. Wieder weiter, immer so. Und jetzt können wir gleich wieder rüber. Der Cooldown ist wieder da. Das heißt, da kommt... Oh, jetzt habe ich den kleinen Share nicht gekriegt. Warum nicht? So, und immer weiter. Man muss ein bisschen aufpassen mit dem... Mit dem F4. Weil der F4 ist ja unsere Möglichkeit... Eggs zu verteilen. Das heißt, das solltet ihr nicht einfach so spammen, ohne nachzudenken. Weil... Da war jetzt wieder der kleine Share, weil wir wollen ja eventuell gezielt Eggs verteilen. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr müsst gezielt Eggs verteilen, solltet ihr vielleicht den Skill weglassen, F4 zu spammen. Jetzt ist auch der Continuum-Split wieder da, das heißt, möglichst viele Illusionen beschwören. Und dann können wir gleich in den Split rein und dann nochmal von vorne wieder alles sharen. Zack. Nochmal wieder alles hier holen. Ist auch gleich der Golem tot. Ich habe übrigens nur 1 Million Golem, weil sonst hängt man hier ewig. Und dann ist der Golem weg. Und dann hatte auf jeden Fall schon mal 100% Uptime. Ihr seht, ich habe auch 25 Macht, ich habe Wut, ich habe alle möglichen Segen, ich habe noch ohne Ende Schnelligkeit und Tatendrang. Der andere natürlich nicht so lange. Ist natürlich klar. Aber wir können jetzt theoretisch einfach mal in den Log gucken, ob wir wirklich eine gute Uptime hinbekommen haben. Let's go.
So Leute, laden wir das Log einfach mal bei dps.reports hoch. Auch dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wie man solche Sachen hochlädt. Ich habe jetzt einfach mal das vom Golem jetzt gerade genommen, denn da können wir natürlich jetzt letztendlich die Uptimes sehen. Darum, das ist das Log von jetzt gerade von dem Video. Und hier sehen wir die beiden Spieler, mich und ja, die Aushilfe sozusagen, den Bot, an dem wir gucken, wie die Uptimes sind. Wir gehen auf Boons und ihr seht 100% Quickness, 100% Alacrity, 100% Wut, 23 Macht sogar, auch alles andere ist so gut wie bei 100%, also hat eigentlich ganz gut funktioniert hier die Rotation. Wobei man natürlich sagen muss, ganz 100%ig stimmt das glaube ich nicht, weil ich glaube, ich hatte davor noch einen Run gemacht und da waren zum Teil noch ein paar kleine Boons, glaube ich, auf dem Verbündeten drauf. Aber ihr seht hier auch Average Number of Boons 11. Also man hatte 11 Boons und wir haben sogar unser Equipment sogar nur auf 10 Boons ausgelegt. Also es klappt alles und ihr seht, obwohl ich gar keine Ahnung von der Rotation habe und irgendwie versucht durchzukommen, klappt es trotzdem, dass man ganz gute Uptimes hinkriegt. Klar, mein DPS ist total scheiße, hier gerade mal 5000. Ich glaube, wenn Profispieler, die wirklich Ahnung von der Klasse haben, mit diesem Gear und diesem Bild, die kommen, glaube ich, fast doppelt so. Ich glaube, die kommen auf 10k oder irgendwie sowas. Ich nur auf 5,5. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es ja um die Boons. Und das habe ich einigermaßen hingekriegt. Von daher würde ich sagen, klappt irgendwie. So, nachdem wir jetzt den ganz normalen Bild durch haben, gucken wir uns jetzt nochmal schnell das Tank-Equipment an. Also Leute, bald haben wir es geschafft mit dem Support Tank Krone. Wir sind bald durch. Wir müssen uns jetzt nur noch angucken, packen wir wirklich ein, wenn wir wirklich richtig tanken wollen. Bisher war es ja so, im Prinzip haben wir ganz normale Standardbild kennengelernt. Damit kann man auch tanken, definitiv. Sofern man die höchste Zähigkeit hat. Allerdings fühlen sich viele halt sicherer, wenn sie wirklich ein richtiges Tank-Gear haben. Das Gute an dem Tank-Gear ist, wie auch schon bereits mal gesagt, das ist darauf ausgelegt, dass man immer auf 100% Segensdauer kommt. Also egal welches Bild ihr spielt, ob ihr jetzt Chaos Inspi spielt oder Domi Inspi, Doili Inspi oder sowas, ihr kommt immer auf die 100% Segensdauer mit dem Tankbild, wenn ihr das Equipment euch so baut. Von daher werde ich jetzt mal ganz schnell hier das Equipment ändern lassen. Ich habe es jetzt hier einfach mal Chaos Tank genannt, Load. Jetzt dauert es natürlich ein bisschen, bis es rumgeswitcht ist, weil ich leider nicht in der Stadt bin. Aber es passiert alles automatisch, wie ihr seht. So, jetzt werden noch die Runen gewechselt. Dauert alles ein kleines bisschen. Gut, so. Und jetzt, ihr seht, die Trades sind noch genauso gleich. Da habe ich nichts dran geändert. Aber ihr könnt, wie gesagt, mit diesem Bild jetzt auch Domination oder Illu oder sonst irgendwas spielen. Hier das mit der Segensdauer passt gerade nicht ganz. Das liegt daran, dass man hier anderes Buff-Food dann benutzt. Da benutzt man dann hier Teller mit Miesmuschel à la Schlitzklinge. Das macht nämlich -7% erlittener Schaden. Und dann dazu auch noch die großherzigen Wartungsöle. Da kriegt ihr das Rezept in Draconis Mons. Da kriegt ihr das her. Und diese Miesmuscheln à la Schlitzklinge, weiß ich gerade gar nicht, wo es ist. Ich glaube auch Dragonstand, genauso wie die Leadership-Runen. Das nehme ich einfach mal rein, beides. Und dann seht ihr, dann sind wir auch hier bei 67, gut, 0,3 zu viel, aber auch hier 67. Wieder mit dem Konzentrationssiegel auf der Haupthand sind wir auch bei 100%. Also, und außerdem seht ihr auch 2390 Zähigkeit, also richtig viel. Wenn ich jetzt noch volle Infusion hätte, natürlich auch Zähigkeit, wäre ich sogar bei 2480. Und dazu auch noch 1260 Heilkraft. Also richtig krass. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ihr seht, ich habe hier fast überall Minstrel. Also es ist eigentlich so gut wie alles Minstrel-Sachen. Also Minnesänger, wie es auf Deutsch heißt. Zähigkeit, Vitalität, Heilkraft, Konzentration. Im Prinzip nur defensive Stats. Zähigkeit und Vitalität, um am Leben zu bleiben. Wir haben 24.000 Lebenspunkte, eine Armor von 3.300. Wie gesagt, 1.200 Heilkraft und genug Konzentration, dass wir auf die 100% Segensdauer kommen nach einem Waffenwechsel. Ihr seht, hier ist alles Minnesänger. Die Klamotten, der Schmuck ist auch fast alles Minnesänger. Da habe ich zwei Teile, nämlich ein Ohrring ist nomadisch, Zähigkeit, Vitalität, Heilkraft. Und das Amulett ist auch nomadisch. Sind im Prinzip die gleichen Stats wie bei Minnesänger, nur dass Konzentration weg ist. Aber Konzentration brauchen wir auch nicht, weil wir sind ja schon bei 67%. Von daher, alles, was da drüber geht, über diese Segensdauer, können wir nomadisch nehmen. Und das sind hier halt ein Ohrring und ein Amulett. Auf den Waffen ist das gleiche, die sind auch Minnesänger, auch wieder mit dem Konzentrationssiegel drauf
Und auf der Nebenhand habe ich aber diesmal Wasser. Das ist halt, das macht 30% bei Treffer Verbündete in der Nähe zu heilen. Muss nicht unbedingt Wasser sein. Es gibt noch andere wie zum Beispiel Transferenz haben, glaube ich, viele. Oder ich gucke gerade mal. Transferenz. Genau, das hier haben auch viele, um 10% erhöhte Wirksamkeit für aktive Heilung. Auch ein sehr gutes Siegel. Ihr könnt aber natürlich auch ganz normal Paralyzation Sigil drauf machen, wie auch schon in einem anderen Bild. Das ist im Prinzip euch überlassen, wie ihr da gerade Bock drauf habt. Und auf der Rune, da habe ich diesmal auch eine andere, da habe ich Haltbarkeit. Die gibt auch wieder Segensdauer. Ist natürlich wichtig, dass wir Segensdauer haben. Aber die gibt auch noch, wie ihr seht, ziemlich viel Zähigkeit. Also 175 Zähigkeit. Und man kann auch noch Verbündeten in der Nähe Schutz und Regeneration gewähren. Also das ist wirklich ein extrem tankiges Tankbild, was ihr reinnehmen könnt. Damit geht ihr auf jeden Fall sicher, dass ihr die meiste Zähigkeit im Team habt. Ihr seid so gut wie unkaputtbar und kommt trotzdem auf die 100% Segensdauer und könnt genauso spielen wie auch die anderen Builds alle. Und es ist wirklich jetzt komplett egal, ob ihr Chaos spielt oder Domination. Auf diesen Trade hier, dass man eine höhere Segensdauer kriegt, ist halt hier gerade komplett verzichtet. Man könnte natürlich auch jetzt hier noch sagen, wir rechnen hier mit 20% aus diesem Trade allein mit 20% Segensdauer. Dann könnte man noch mehr Mindesänger-Sachen rausnehmen und dafür nomadische Sachen rein tun. Aber ich meine ganz ehrlich, wer hat schon sowohl ein Tankbild für Chaos, als auch ein Tankbild für alles andere, als auch ein normales Bild für Chaos, als auch ein normales Bild für alles andere. Das ist ein bisschen übertrieben und ganz ehrlich, das reicht zum Tanken hier so. Da muss man jetzt nicht noch mehr minmaxen, indem man noch mehr nomadisch reinnimmt. So, das ist im Prinzip zum Tankbild. Wie gesagt, an der Spielweise ändert sich gar nichts. Es ist wirklich nur das Equipment. Das ist im Prinzip fast alles Minstrel. Nur halt zwei nomadische Teile, entsprechend dieses Buffhut dazu. Miesmuscheln an der Schlitze. Kann man leider beides nicht im AH kaufen, wie ihr seht. Das sind beides Sachen, die man herstellen muss. Wie gesagt, großhärtige Wartungsöle kriegt ihr in Draconis Mons. Und Miesmuscheln an der Schlitzlinge in Dragon's Den. Also am Ende von HT, wenn ich mich richtig entsinne, bin mir aber nicht genau sicher. So, und jetzt gibt es aber noch ein Bild. Das habe ich selber nicht, davon kann ich euch nur in Shot zeigen. Darum werde ich mal ganz schnell eben wieder in meinen Browser wechseln. So, wir sind wieder in meinem Browser. Ihr seht es, gw2skills.net, da kann man immer gute Builds erstellen. Habe ich euch ja auch schon in der kompletten Build-Guide-Reihe, habe ich euch ja immer einen entsprechenden Link in die Videobeschreibung gepackt zu jedem Bild, egal ob Mesmer oder andere. Ihr seht, Skills und Waffen sind alle genau gleich. Auch die Trades jetzt hier, die ganz normale Chaos-Variante, wie wir sie kennen. Und jetzt seht ihr hier nochmal ein besonderes Bild. Der hat eine Mischung aus Harrier, das gab es, glaube ich, erst mit Path of Fire. Und das ist Kraft, Konzentration und Heilkraft. Das heißt, es hat weniger Zähigkeit und nicht so, also generell nicht so viel defensive Wert, hat auch nicht mehr Vitalität oder sowas. Hat natürlich auch hier das Konzentrationssigil auf der Hauptwaffe. Ihr seht hier sogar das Transferenzsigil auf den Nebenhandwaffen. Könnt ihr also auch in dem anderen Bild nutzen. Und alles, was nicht Harrier ist, also verheerend auf Deutsch, das ist Kleriker. Kleriker hat auch Heilkraft und Zähigkeit. Das heißt, man bekommt hier die Mischung, eine Mischung aus Konzentration und Heilkraft und hier Zähigkeit und Heilkraft. Immer mit ein bisschen Power noch dazu. Das heißt, man hat hier in diesem Bild deutlich mehr Power, man macht also mehr Schaden. Man hat nicht ganz so viel Zähigkeit, nur 1600, weil ich meine, die 2400, die wir in einem anderen Bild hatten, die ist schon echt mega, mega Overkill. Also wer von euch denkt, ich muss keine 2400 Toughness haben, der kann auch dieses Bild hier spielen. Das hat nur 1600. Damit geht ihr auch sicher, dass ihr auf jeden Fall die höchste Zähigkeit im Team habt. Denn die Chance, dass da einer höher kommt, ist ziemlich gering. Das heißt, ihr könnt damit auch tanken. Und anstatt 1200 Heilkraft habt ihr 1800 Heilkraft. Und ihr habt hier auch die Mönchsrune drin. Und ihr kommt hier trotzdem auf die Segensdauer. Ihr seht, wie es ist hier auf 49 im Boon Duration ist das geminmaxed. Wenn man jetzt auf diese 49 die 33 von dem Konzentrationssiegel dazu tut, dann ist man bei 82. Und dann fehlen nur noch 18. Das heißt, dieses Bild ist darauf ausgelegt, dass wenn man die Trades hier hat mit diesem von Chaos, dass man hier nur mit neun Boons rechnet. Ist natürlich doof, dass ich euch jetzt manche Builds mit 9 Boons, manche mit 10 Boons, aber ich meine, letztendlich macht das keinen großen Unterschied. Das heißt, die 18%, die hier noch fehlen, wenn auf die 49 die 33 draufkommen, sind wegen diesem Trade hier, das ist also auf 9 Boons Gemin-Max. Allerdings müsst ihr in diesem Bild natürlich Chaos spielen, denn nur bei Chaos habt ihr diesen Trade drin, dass ihr mehr Segensdauer für mehr Segen kriegt. Das heißt, das hier wäre auch noch eine Variante. Und
wie gesagt, es gibt wirklich so viele Builds und die sind alle nicht in Stein gemeißelt. Letztendlich kann jeder selber entscheiden, wie er sein Build aufbaut. Hauptsache, das ist das Wichtigste, es ist egal, wie ihr euer Equipment anpasst, Hauptsache, ihr kommt letztendlich irgendwie auf 100% Boon Duration. Denn dann kriegt man auch diese 100% Uptimes hin. Ihr habt es bei mir gesehen, obwohl ich gar keine Ahnung habe, was ich tue, bin ich auf 100% Uptimes gekommen, irgendwie. Keine Ahnung wie, aber es hat geklappt. Und letztendlich müsst ihr selber entscheiden, will ich das ganz normale Build, will ich vielleicht tanken, will ich übertrieben tanken mit dem Build von gerade, was ich euch ingame gezeigt habe, oder will ich gleichzeitig auch noch heilen können mit 1800 Heilkraft, das heißt, man kann dieses Build auch als Heiler spielen, ist ziemlich geil sogar, weil das könnt ihr beispielsweise in Fraktalen spielen, dann könnt ihr auf den Druiden verzichten, dann benutzt ihr einfach dieses Build hier, seid gleichzeitig neben dem Boonsharer auch noch ein sehr, sehr guter Heiler und könnt dafür mit 3 DPS-Klassen spielen. Das heißt, auch das wäre eine Möglichkeit. Allerdings sind hier, glaube ich, auch in diesem Bild, das hat einer aus meiner Gilde hat mir das erstellt, um es mir zu zeigen, hier sind, glaube ich, auch irgendwo hier sind Konzentrationsinfusionen drin. Also der kommt nur auf diese 49 im Boon Duration hier mit ein paar Konzentrationsinfusionen, wie ihr seht. Aber es sind, glaube ich, nur 4 oder 5 Stück. Ja, ich glaube 5 Stück sind es, die hier irgendwo drin stecken. Auch anderes Buff-Food hier, das ist normales Öl, glaube ich. Anni gibt auch hier Konzentration und Reisbällchen und so, macht noch ein bisschen mehr Heilkraft und Heileffektivität und so. Also auch nicht schlecht. Letztendlich, wie gesagt, ich werde euch alle Builds, die es so gibt und alle Links, die es gibt, werde ich euch alles in die Videobeschreibung packen. Da kriegt ihr wirklich eine richtig große, gute Übersicht. Könnt selber entscheiden, was ihr euch letztendlich baut. Noch eine Sache zur Rotation. Das, was ich euch gerade gezeigt habe, war natürlich nur ein Beispiel für mit Chaos. Letztendlich sehen die ganzen Rotations in den anderen Builds noch ein bisschen anders aus. Denn wenn ihr Domination spielt, das war ja eins der möglichen Builds, bei Domination habt ihr natürlich niedrigere Cooldowns auf den Siegeln. Das heißt, die könnt ihr öfter benutzen, weil dann habt ihr nur noch 24 Sekunden auf den beiden Inspirationssiegeln anstatt 30. Das heißt, da ändert sich die Rotation ein bisschen. Wenn ihr Illusion spielt, habt ihr kürzere Cooldowns auf euren Shatter-Skills. Das heißt, euer Continuum-Split kommt schneller wieder vom Cooldown runter. Und dadurch ändert sich natürlich im Prinzip bei jedem Build die Rotation so ein kleines bisschen. Und wenn euch dies aber interessiert, könnt ihr natürlich einfach bei Snowcross gucken. Die haben für jedes Build haben die eine Auflistung mit beschriebener Rotation. Das heißt, wenn ihr wirklich alle Builds lernen wollt, könnt ihr da einfach gucken. Auch da findet ihr natürlich eine Videobeschreibung, einen Link zu. Also, ich würde sagen, das war es erstmal. 2 wirklich richtig lange Videos zum Chrono. Natürlich ist es auch damit noch nicht alles abgegessen, was es überhaupt gibt. Ich könnte natürlich auch noch das Domination-Bild zeigen und Illusion und Dueling Illu und was weiß ich und euch noch Beispiele aus Raid zeigen und sagen, wann man wie wo was spielt. Aber das ist alles, wie gesagt, das ist wirklich eine Doktorarbeit, diesen Chrono zu machen. Aber ich würde sagen, ich denke, es ist ungefähr verständlich, wie ein Chrono zu spielen ist, was die Aufgaben sind, wie man den spielt. Und jetzt liegt es nur noch an euch, das wirklich zu lernen und dann natürlich auch umzusetzen. Ich kann schon mal von mir behaupten, ich bin kein guter Chrono-Spieler und werde da auch wahrscheinlich nie wirklich richtig reinkommen. Aber gut, man weiß ja nie. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese doch relativ lange Reihe zum Chrono. Wie immer in den Kommentaren, was wollt ihr als nächstes sehen? Ich habe schon eine Idee, was als nächstes kommt, aber wie genau, weiß ich noch nicht. Ich sage jetzt hier erstmal Tschüss, verabschiede mich wirklich fertig mit den Nerven. Ich habe alle Videos jetzt an einem großen Stück aufgenommen und werde mich jetzt erstmal ausruhen und ein Bier trinken. Ciao, Leute.